Hallo Freunde, willkommen zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Bevor wir den Ursprung dieser Stärke suchen, möchte ich diese Fußspuren da folgen. Das wäre jetzt interessant. Möchte wissen, was das für ein Dino ist. Looks like someone wants to die. I'm ready whenever you are. Let's do this. Don't kid yourself, you could never beat me. Was da drin? Also da drin war es. Hat es gegessen? Anscheinend. Weiter geht's. Oder war das schon der große Dino? Alles kann auch sein. Den wir in der letzten Folge gesehen haben. Da enden die Spuren. Ja, das wird der Dino gewesen sein. Okay. Geh schnell runter. Oh, the energy from this thing is incredible. Ah, okay, das war nix. Ah, Yamchu. Piccolo? Piccolo? So the power I felt die Stärke, die ich gespürt habe, kam also von dir, was? Ach ja, Krillin hat gesagt, du würdest jetzt auf unserer Seite kämpfen. Perfekt, das heißt, du kannst mir wirklich helfen. Lass mich mal ein paar Moves an dir ausprobieren. Du willst gegen mich kämpfen, du bist wesentlich dümmer als du aussiehst. Ja, tja, siehst du den neuen und besseren Yamchu? Mein Gott. Ach, wirklich? Ja, Gott hat gesagt, dass ich gegen jemanden kämpfen soll, der stärker ist. Aber naja, ich glaube, dass ich selbst dich jetzt besiegen könnte. Und Goku wird mir nicht nochmal davonziehen. Mach dich bereit, Kumpel. Dich erwartet nämlich eine echte Herausforderung. Na schön, aber gib nicht mir die Schuld, wenn du stirbst. Das wird interessant. Don't remember you. Whoa, Piccolo, you're all right. Think you're good enough to talk like that? Er hat's echt drauf. Wait, I think I do remember you. You're the loser that couldn't beat Tommy disguised as a human. Oh, come on, don't go saying that. Ja, jetzt wirklich drauf. Eigentlich mal ein würdiger Gegner. Ja.
Das hat gesessen. Und tschüss. A difference in power should be obvious now. What's going on? Was ist los? Ich müsste eigentlich viel besser sein. Gegen mich hast du keine Chance. Die hellste Kerze auf der Torte bist du nicht, oder? Dachtest du, ich würde nur rumsitzen und Däumchen drehen, während du trainierst? Trainier so viel du willst, es wird niemals ausreichen, um mich zu besiegen. Vielleicht hast du recht. Sei nicht traurig, Gimin, lebst du noch, das ist doch auch schön. Auch schon was, was? Aber du wirst dein Training anders angehen müssen. Ach komm schon. Schreib mich noch nicht ab, ich habe es drauf. Jawohl, Yamchu. Gehört dazu. Du hast folgende Szenenabzeichen erhalten. Yamchu. Oh, the energy from this thing is incredible. Bin gespannt, wer noch da dabei ist. Jetzt mal Tenching Han. Zhao Zu. Schauen wir mal. Ja, Tenching Han. Tenching Han, du bist viel stärker geworden. Piccolo. Piccolo. Die Stärke, die ich gespürt habe, kam also von dir. Anscheinend wusstest du, dass ich in der Nähe war, nicht übel für jemanden, der nur Ballast ist. Du hast ein ziemlich großes Mundwerk. Ich glaube ja nicht, dass ich dir jetzt traue. Für mich bist du immer noch der Feind. Ich besiege dich gleich hier, wenn ich es muss. Was? Glaubst du, du hättest wirklich eine Chance gegen mich? Ja, ich habe bei Gott trainiert. Wirklich? Hat mir gesagt, dass ich an die Oberfläche zurückkehren, meine Techniken weiter verfeinern soll, indem ich gegen einen noch stärkeren Gegner antrete. Mir fällt kein besserer Gegner ein als du. Ich zeig dir, wie stark ich geworden bin. Klingt gut, ich könnte ein bisschen Unterhaltung gebrauchen. Bin dabei. Zeit zu sterben. Oh hey, you fought Goku in the World Tournament, didn't you? That's right. I wasn't good enough to get Goku to fight me at his best back then. Special Beam Cannon! Wow, das wäre jetzt ein Hit gewesen. Neo Kiko Kanone war das, fand ich das? Not bad, Piccolo. You have your moment. Das hat gesessen. Not finished yet! Das war das Dodon Me. War riskant, aber hat funktioniert. Ja, voll. Toller Kampf. Also für mich. Keuch, keuch. Das war work. Bist besser als ich dachte. Jedenfalls kannst du einfach in Key-Explosionen ausweichen. Dein Training war also wohl keine reine Zeitverschwendung. Nur abschauen, wie kannst du es wagen? Jetzt hast du vielleicht die Oberhand, aber nicht mehr lange. Irgendwann werde ich dich besiegen, Piccolo. Das möchte ich mal sehen. Oh, the
energy from this thing is incredible. Da schau her, schau so deine Nebenaufgabe. Hey! Hast du kurz Zeit? Hey! Was willst du denn raus damit? Du Wurm. Ja. Nimm das! Was zum? Lähmung? Weißt du, was du hier versucht hast? Du bist offensichtlich bereit, dein Leben wegzuwerfen. Hey! Halt! Was? Tut mir leid, dass ich dich nicht früher gewarnt habe, aber schau, so probiert nur eine Technik aus, die gegen die Saiyajin hilft. Wir werden seine Stärke ihm vor uns liegenden Kampf brauchen. Hm. Mach dich nicht lächerlich. Was nützt schon jemand Unbedeutendes wie er? Hä? Ich bin frei, Shaozu. Das ist ein Witz und diese Technik reicht nicht aus, um mich zurückzuhalten. Du wirst nun herausfinden, wie stark Shaozu tatsächlich ist. Aber Tenshin kann ich. Indeed. Keine Sorge, ich werde ebenfalls kämpfen. Schließen wir ein Team. Wir sind beide stark, wenn wir den anderen unterstützen. Zeigen wir dem Widerling, was wir zu zweit drauf haben. Okay. Idiot. Das wird interessant. Wieder tot am Meer. Die zwei waren ja Schüler vom Herrn der Kraniche. Der Herr der Kraniche. War der Bruder oder ist der Bruder von Hao Bai Bai? Jetzt schaut's aber schlecht aus. Und tschüss. Special Beam Cannon! Das war nicht gut. Die kleine Mare nervt extrem. Die hat's voll drauf. So, der ist einmal erledigt. Jetzt kommst du da, du Wurm. Das hat gesessen. Ah, also der kleine Scheiß hat's wirklich drauf. Der braucht nicht viel Energie für den oder mehr, anscheinend. Aber gegen mich keine Chance. Jawohl, wieder Aufstieg. Keuch. Also. Keuch, keuch. Mist. War ja zu erwarten. Das war kein großer Kampf. Schwächlinge wie du werden einfach nur Kanonenfutter für die Saiyajin sein. Tut mir leid, Tenshin Han. Wäre ich doch nun nicht so schwach, zu klein, zu hässlich. No. Gib nicht auf, Chaozu. Es ist noch viel zu tun. Wir müssen hart genug trainieren, um die Saiyajin zu besiegen. Allen zu beweisen, dass man uns ernst nehmen sollte. Aber wenn eine Technik Saiyajins nicht anhaben kann, dann bleibt mir keine andere Wahl. Jawohl, D-Medaille Bronze-Kompass Megamasse Stufe 1. Mit den Seelenabzeichen verstehe ich oft nicht, weil wenn die nicht dabei sind, eigentlich im Team, bringen die dann trotzdem was? Das muss ich nochmal nachlesen.
Konto. Musste nur mal husten. Gut. Dann war's das. Du wirst schon sehen, ich werde stärker. Oh, hoffentlich ist mit Tenshinhan alles in Ordnung. Ja, er wird's überleben. Looks like someone wants to die. Okay. Den habe ich gleich fertig gemacht. Mit dem Schnellfliegen. Ah, Krillin. Der trainiert fleißig. Hey! Whoa, Piccolo! Boah, Piccolo! Hey, das ist stärker als sonst. Ja, ich hab bei Gott trainiert. Willst du sehen, was ich kann? Nicht wirklich, aber du scheinst dir nicht besonders sicher zu sein. Ich kann erkennen, dass das nicht gut für dich laufen wird. Kannst du mir das verübeln? Ich meine, wurde ich schon mal von einem Mitglied des Dämonenclans getötet. Die macht mich echt wahnsinnig. Ja, von Tambourin. Lächerlich. Schätze, ich muss diese Furcht aus dir rausprügeln. Greif mich an. Du, dann mal los! Kamehameha. Das hat gesessen. Volle Energie. Jetzt geht's los. Special Beam Cannon! Ah, leider nicht getroffen. Das war ein Scheiß. Wieder Blödsinn, aber das macht doch fast nichts aus. Wieso hat ihn das nicht getroffen? Ah ja, oder ne? Keuch, keuch. Nicht schlecht, du könntest dich wirklich behaupten, aber... Danke. Sieht aus, als würdest du bei deinem Training was richtig machen. Ja, ja, ich glaube, das habe ich drauf. Wenn du nicht noch ein zweites Mal sterben willst, musst du mehr trainieren. Viel, viel mehr. Dann sehe ich in dir vielleicht auch mehr als meinen Nichtsnutz. Hey, ich zeig's dir. Ich lerne beim großen Guten Roshi, genau wie Son Goku. Und das heißt, ich werde stärker, warte mal ab. Ich schau besser mal nach dem kleinen Rotzbengel. Hoffentlich ist er seit unserer letzten Begegnung abgehärteter geworden. Wow, this power is amazing. Sehr schön. Ah ja, Cherubi hat wieder eine Aufgabe für uns. Die machen wir auch in der nächsten Folge. So, aber jetzt möchte ich mal was schauen. Und zwar Charaktere. Piccolo. Fertigkeitsbaum. Das machen wir nämlich noch. Ah, was haben wir da? Ah, Stufe 10.
Ach, da können wir was freischalten. Ja, das geht alles noch nicht. Das geht. Das alles müssen wir Stufe 10 erreichen. Okay. Hat auch mit dem Story-Modus zu tun. Schnellfeuer-Kiewelle. Ja, okay. Das geht auch. Gut. Operator Freezer. So, das kommt alles noch. Dann. Aber wir sind levelmäßig schon sehr gut unterwegs. Würde ich sagen. Truppe. Ah, Community meine ich. Community. So, also. Ich glaube, es ist am besten. Genau, und wenn ich da jetzt da. Sicher. Und dann Berlin. Wenn ich das Settings voll mache. Z-Symbol. Was passiert dann? I bet I could give you a run for your money if I try. Oh, is that so? I'm ready to spar whenever you are. Hey now, I said if I trained. If! Wem haben wir noch nicht? Ah ja, schau so. So. Wir können wieder auch. Achso, die sind da. Ah, und da kann ich Enmadaya dazugeben. You know. Liars have a special place. Oh God! Achso, ja, muss ich nämlich genau schon auf das Symbol. Und zwar, die haben eigentlich da gar nichts verloren. Genau. Dann muss ich mal schauen. Ja, ja, genau. Weil der bringt uns da nichts. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, genau. So schaut das jetzt gut aus. Was ist das? Sehr schön. Jetzt ergibt es einen Sinn. Schaut gut aus. Und dann möchte ich noch etwas schauen, und zwar Charaktere. Wie war das mit die Geschenke? Ich das bekommen? Story, Community. Na gut, ich glaube, das war doch bei Charaktere. Dann geht das jetzt nicht.
Gut, lassen wir das. So. Na, jetzt kenne ich mich schon langsam aus. Jetzt hat das einen Sinn. Außer das mit den Geschenken, das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Aber ich glaube, das geht nur, wenn man in der Gruppe ist. Aber ich schaue mir das jetzt noch an. Und dann kann ich das euch nochmals in der nächsten Folge zeigen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. War, finde ich, eine tolle Folge, aufregende Folge. Die Kämpfe waren jetzt wirklich intensiv. Hat Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.